chlorine in your eyes brings you big surprises. The best of your childhood. Kaffee. Danke. Zum Glück ist die Flasche leer. Eine neue Freiheit fühlt sich gerade ziemlich beschissen an. Auch der Schmerz wird vorbeigehen. Unten ist ein Mega-Chaos. Ja, du lässt mich damit allein. Hey, wir sind Freunde. Ich lass dich nie allein. Oh, bitte, ist das schon wieder deine Balkan-Mucke? Mann, die weckt Tote auf. Epa! Schon. Hey, morgen. Moin. Andi hat gedacht, wir helfen euch mal beim Aufräumen. Oh, du armes Ding musst mitkommen. Aber immerhin kannst du wieder lächeln, das ist schön. Ja, er hat ja auch einen Grund dazu. Die Eröffnung war ein riesiger Erfolg. Mhm. Wie fühlt sich das eigentlich an, der erste Schritt in die neue Zukunft? Es wäre auf einmal alles möglich. Du musst den Kuchen anschneiden. Und wie fühlt man sich jetzt ein Jahr älter? So was fragt man eine Dame nicht. Ja, seid doch keine Dame, ihr trinkt das Bier ja auch aus Flaschen. Kriegst du nicht alleine auf. Hier, dein Geschenk. Hier. Oh, so viele Geschenke, ihr seid ja sehr aufmerksam. Komm, aber den Rest kannst du später auspacken. Jetzt gibt's erstmal Kuchen, der ist nämlich selbst gebacken. Ich mach das. Ich bin mir sicher, der schmeckt trotzdem lecker. Ey! Und welchen den Typen hast du eingeladen? Hagen oder den Doc? Sascha, ey. Was denn? Als ob's euch nicht interessieren würde. Und wer macht das Rennen? Sascha, das ist ein Problem, das löst sich nicht so schnell. Und erst recht nicht, wenn sie mit dir jetzt darüber redet. Und erst recht wird's nicht heute gelöst. Und was hast du denn eben gedacht, dass du die Kerzen ausgepustet hast? Oh, danke für die vielen Geschenke. Ihr seid echt super. Wir haben dich ja auch lieb. Ich habe schon 2 Tonnen Chips für die Party später geordert. Die Getränke gehen wie immer auf mich, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, klasse, ich guck, dass ich rechtzeitig da bin. Wieso? Willst du noch zum Gestüt? Mhm. Da liegt noch jede Menge Arbeit rum. Aber ist Hagen denn nicht auch da? Davon gehe ich aus. Was sagt Ricardo eigentlich zu eurer Pause? Er will, dass ich mich entscheide. Da ist ja auch kein Wunder, ihm ist sowas ja schon mal passiert. Du wurdest schon mal verlassen? Ja, auf Mallorca von Julia. Was? Ich dachte, dem Doc scheint die Sonne aus dem Ohr. Was heißt denn hier überhaupt verlassen? Ricardo und ich sind verlobt. Wir wollen heiraten. Ja, aber das war ja bevor Hagen zurückgekommen ist. Und vor eurer Beziehungspause? Nur Pause. Ich bin ein bisschen auf Abstand gegangen. Das zwischen Ricardo und mir, das ist gut. Das ist sehr gut. Bin jetzt gerade vielleicht ein bisschen durcheinander, aber echt, wir haben so viel für unsere Beziehung gekämpft. Warum sollte ich das jetzt einfach so aufgeben? Weil man für eine Beziehung kämpft, heißt noch lange nicht, dass sie richtig ist. Da kann ich aber ein Lied von singen. Weißt du, man denkt dann, das muss es sein, weil man so viel Energie reingesteckt hat und so gekämpft hat, aber und guck mal, wenn ihr wirklich zusammengehört, dann ist Liebe eigentlich ganz einfach. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Was ich vorhin gesagt habe, wegen der Mail, das gilt immer noch. Also bitte warte einfach auf mich.
Caro. Hey. Hey. Alles okay? Sorry, aber ich muss dich jetzt was fragen. Ich weiß, dass du eigentlich nichts damit zu tun hast, aber Vicky und du, ihr seid die Einzigen, die davon wissen. Okay, Gedanken lesen kann ich noch nicht. Hast du die Mail verschickt von meinem Account aus? Was ist denn für eine Mail? Oh, tut mir leid, vergiss es einfach. Nee, jetzt sag mal, was denn für eine Mail? Ich hab dir doch erzählt, dass Tore damals in New York jemanden angefahren und Fahrerflucht begangen hat. Ja, und dass er dafür im Knast war und sich nie beim Opfer entschuldigt hat. Genau. Und bislang hat er mich immer weggestoßen, wenn ich ihn drauf angesprochen habe. Aha. Ja, und gestern hat er zum ersten Mal alles eingestanden. Seine ganze Schuld und alles, was er jahrelang verdrängt hat. Ist doch gut. Ja, ist es. Aber heute hat jemand bei LCL eine Rundmail verschickt und Tores Geheimnis offiziell gemacht. Wie hat er reagiert? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe Angst, dass er jetzt komplett dicht macht. Wer macht sowas überhaupt? Ich. Hä? Irgendjemand muss sich wohl in meinen Account eingehackt haben und von dort aus die Mail verschickt haben. Und jetzt hast du Angst, dass er denkt, du hättest ihm verraten. Aber warum sollte er sowas von dir denken? Du hast recht. Ich muss mit ihm reden. Viel Glück. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Oh, danke schön. Hier, ist nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank. Wobei, das schönste Geschenk hast du ja schon bekommen. Soll ich dieses Mal wieder abnehmen? Nur leider nicht, was ich damit anfangen soll. Das wirst du schon noch rausfinden. Schatz, du musst Ricardos Klöße probieren. Die sind der Hammer. Hey, das Buffet wird erst eröffnet, wenn alle Gäste da sind. Aber dann ist nichts mehr übrig. Ja. Ich geh schon. Hallo! Ich kann's nicht glauben! Hey. Ich hatte solche Sehnsucht nach euch. Sie ist extra deinetwegen aus L.A. gekommen. Ich habe sie gerade vom Flughafen abgeholt. Oh, ist das schön. So, jetzt möchte ich das Geburtstagskind aber auch mal drücken. Ja, warte. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Steffi. Oh, danke, Papa. Das ist für dich. Danke. Na komm, jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Hallo? Gut. Hey. Klang jetzt gar nicht mal so überzeugend. Sag bloß, ihr habt Stress. An deinem Geburtstag? Vielleicht sollte ich ja mal ein Wörtchen mit dem Herrn Doktor reden. Papa? Hast du Marlene noch nicht? Nein. Was ist? Es gibt wirklich Neuigkeiten. Ich mach schon auf. Hallo. Letzten Endes hat mich ein chinesischer Frachter aufgenommen und 3 Wochen später war ich in Rotterdam. Und seit wann bist du jetzt schon hier? Eine Woche. Hammer Geschichte. Dass sie das ausgehalten haben? Es muss hart gewesen sein. Ja, war wirklich nicht einfach. Was gibt einem denn die Kraft, sowas durchzustehen? Na, Instinkt, Überlebenswille, der Mensch ist ein Tier. Ja, da ist schon was dran an dir, aber es gibt noch einen anderen Antrieb für Menschen. Die Sehnsucht nach den Menschen, die man liebt, von denen man hofft, dass sie ja nicht aufgegeben haben. Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Aber wir wollen doch alle mal nicht vergessen, dass es Danas Geburtstag ist, den wir hier feiern, ja? Ricardo hat recht. Komm, Dana, jetzt pack mal deine Geschenke aus. Stimmt. Guck mal, das ist von mir. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du es als erstes aufmachst. Okay. Ja. Wow. Das habt ihr ganz alleine gemacht? Naja, gut, eigentlich mehr Bella. Es ist natürlich eher was für Maxi, aber vielleicht hast du ja auch Spaß mit. Ich find's großartig. Dankeschön. Ja, da ist Kind auch so ein Drachen. Das ist schön, dass mein Sohn jetzt auch mit sowas spielen kann. Ja. Und jetzt kommt mein Geschenk. Oh, die Karte zuerst. Das ist bestimmt ein Gutschein für eine Fußmassage. Konzertkarten. Karten.
Jetzt spann das nicht so auf die Folter. Jetzt sag schon. Ricardo schenkt mir Jessie uns und Maxi ein Wochenende in einer Hütte. In einer wunderschönen, romantischen Hütte, fernab von jeder Zivilisation, mit ganz viel Zeit für uns. Cool. Wow. Boah, ist der groß. Wow. Ist wunderschön. Ich hab auch noch was für dich. Mal Hand auf den Augen zu. Was wird das denn jetzt hier? Ich glaube, da markieren zwei ihr Revier. Jetzt auf. Das ist unser Ehering. Na, Leute, ja. Immer noch. Ich habe die Ringe vergraben. Ja, ich weiß. Sie ist nicht mehr deine Frau. Doch, das ist sie. Ich bin ihr Mann.